Oh nein, der Käsekuchen ist gerade ganz überfordert mit der ganzen Technik hier. Dieser neuwertigen Spieltechnik. Wann ist ein Spiel? 2007? Ah, Gott. Wieso schreist du Hilfe? Willst du mich denn natzen oder so? Wenn, dann brauch ich hier Hilfe. Granaten. Oh, fuck the what. Fix. Deine Mutter. Schluckt es. Geh drauf. Ich könnte natürlich jetzt auch dieses Brandteil nehmen, aber wenn noch mal so ein Dickerchen kommt, ehrlich gesagt, ich weiß es ja nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber wenn es noch mal kommt, dann möchte ich da nicht ohne dastehen. Okay. Einfach vorbeugend sein. Hat noch nie geschadet in solchen Spielen. Denke ich. Oh! Oh, so, seht mal, da sieht man die ganzen Pixel. Gronkh hat dazu, glaube ich, Epi-Disco gesagt. Bin mir nicht mehr sicher. Das tut echt gut. Sind hier irgendwelche Epileptiker anwesend? Denn ja, ja, interessant. Übrigens, wenn ich irgendwo hingehe und einen flackernden Bildschirm sehen würde, also in real, dann... Wer ist denn Alma eigentlich? Ne. Ist nicht so meins. Was, sie ist der Mutter der was? Hab geredet. Hab zugehört. Ich kann nicht reden und zuhören. Also so viel könnt ihr echt nicht von mir verlangen. Liebe Leute. Von heute. Ich chatte mal kurz in Facebook und check mal Twitter ab, was da so geht. Ah ja, ja, ich wurde schon wieder von allen möglichen Leuten erwähnt. Von dem Redbox-LP bestimmt. Mit dem ich nach Weihnachten übrigens ein Let's Play Minecraft Together machen werde. Obwohl Minecraft ist ja ziemlich ausgelutscht, aber Minecraft-mäßig hat es ja noch nichts auf meinem Kanal, deswegen dachte ich, ja, warum nicht? Ich überlege, ob ich gerade eine Granate nehmen soll. Ich nehme einfach eine Granate. Schaden kann es nicht. Oder? Weiß nicht. Weiß nicht, ob das jetzt so klug war. Naja. Wir werden sehen. Oh, ich hätte auch hier durch können, wirklich. Okay, fürs nächste Mal weiß ich. Oh, fängt es schon wieder mit der Wandgekritzelei an. Na, da hat wohl jemand seinen Kopf verloren. Soll ich ihn suchen? Ich bringe ihn dir dann, okay? Was hat sie eigentlich zu trinken? Wasser? Das ist bestimmt von Aqua oder sowas. Aqua. Quack. Nee. Naja, wenigstens hat er sich im Männerklo versteckt und nicht im Frauenklo. Das wäre echt... Das wäre wirklich... Pussy. Und buh! Nein. Okay. Und was das angeht, was sind denn das hier für Spiegel, hey? Oder sind die rausgehoben worden? Weiß ich ja nicht. Können wir da rein? Ab ins Frauenklo. Also wir dürfen da offiziell rein, weil ich eine Frau bin. Aber ansonsten dürft ihr da ja nicht rein, ne? Nee, das ist das Männerklo. Das da drüben war das Frauenklo. Was zur Hölle? Oder? Boah, der hat sich doch tatsächlich im Frauenklo versteckt. Was für ein Schwein, was für ein Pedo. Was fällt denn eigentlich ein? Sich im Frauenklo zu verstecken. Ah, da hinten ist es sehr dunkel. Okay. Und in Vampire Diaries... Ach nee, da fange ich jetzt lieber nicht mit an, sonst verliere ich abbrennen. Das wäre uncool. Ich wechsle mal kurz auf die Shotgun. Weil die im Nahkampf, denke ich, doch besser ist. Als alles. Alter. Wo ist denn der Typ hin? Oh.
Die Musik ist aber alt. Na, Kollege, Kopf verloren, ha? Ist das eine Waschmaschine? Rollt da der Kopf von dem Typ? Da rollt der Kopf. Wie krank. Okay. Oh. Oh oh. You don't say. Ich habe keine Granaten mehr. Doch, da. Boah. Oh, C. Oh, Jesus. Kann mir einer sagen, wo ich gerade hingerannt bin? Keine Ahnung. Ich möchte... Nein. Nein. Ja. Du, man kommt niemals zu einer Lady, die sich gerade umzieht, rein. Das ist das erste Gebot. Von... Was weiß ich was. Der Sexbibel oder sowas. Ja, von der Sexbibel, eindeutig. Das erste Gebot von der Sexbibel ist, kommt niemals rein, wenn sich... Hä? Warum wechselt er denn dauernd die Waffe, Mann? Das ist echt nervig. Das ist doof, dass es Anzielen auf diesem Mausrädchen ist und Waffe wechseln. Das ist wirklich bescheuert. Er wechselt denn dann nämlich automatisch die Waffe, wenn ich zielen will. Abrutsch oder so. Wie dann die anderen Gebote der Sex lauten, werde ich weiterhin verkünden. Jetzt werden sicherlich einige Leute sagen, oh, die Bibel ist heilig, das kannst du nicht mit Sex vermischen, bla 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 bla. Sonst noch was? Wow, das hat sich ja gelohnt. Mhm. Oh ja, darauf erkennt man sehr viel. Mhm. Ih, was ist denn das? Also ich gucke zwar Arztserien, aber ich bin keine. Da gibt's doch dieses Lied, aber ich weiß nicht von wem. Nee, da sind wir hergekommen. Da hat wohl jemand seinen Kopf verloren, wa? Oh, guck mal, da schaut noch die Wirbelsäule raus. Da. Für Leute, die es nicht gesehen haben. Ich meine, wenn es so rumstehen würde, sähe es viel besser aus. Sieht's. Als wenn es andersrum steht. Na, Fettsack. Schrotgewehr voll. Na, wenn du das sagst, Kollege, dann muss es wohl so sein, wa? Ist jetzt gerade total komisch. Ich traue den Ecken hier nicht. Kann ich das auch verschieben? Okay. So macht man das übrigens im W3. Multiplayer. Hört sich so an, als sei jemand verreckt. Na, Kollegin? Ih, hat die rote Augen? Die Augen sind total komisch von der. Total komisch. Huch. Ja. Yeah. Oh. Oho. Das sieht nach Krabbelspasti aus. Und ja, einige Begriffe übernehme ich von den Let's Plays. Einfach, weil ich die ja zuerst gesehen habe. Und so. Schon wieder die Epi-Disco draußen. Okay. Nee, hier war es nicht, oder? Ich versohle dir den Hintern. Hahaha. Nee, ich kann den nicht runterschauen. Okay.
Nicht, dass der danach herunterfliegt. Gebt sie mir zurück. Gebt sie mir zurück oder geht zu mir zurück? Ich glaube, ihr gebt sie mir zurück. Hatte die vielleicht ein Kind oder so? Nee, keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Nee. Nee. Hä? Redet die von der Puppe oder? Ich weiß es nicht. Okay. Übrigens wollte ich mit euch auch noch... Bug. Seht ihr das? Die Scheibe ist weg. Das Blut ist immer noch da. Das ist ja interesting. Ich wollte übrigens noch mit euch Dead Space spielen. Natürlich blind. Aber der sieht schon. Ich glaube, der hängt ab. Oder so. Dead Space ist ja schon eher heftig. Aber ich denke... Du, wenn es nicht dich nimmt, dann nimmt es uns. Ich wollte jetzt genauso cool sein wie der da hinten. Wobei es den doch ziemlich erwischt hat. Okay, aber wir gucken dann auf jeden Fall. Dieses Rot. Ihr wisst, Rot bedeutet Tod. Ich hab's euch immer gesagt, aber ihr hört ja nie auf mich. Auf mich. Auf mich. Nie auf mich. Oh je. Oh je, oh je. Ich kann nicht mehr sprechen. Tut mir schrecklich leid. Ich rede schon wieder viel zu lange mit euch. In meinen Videos. Oder in meinem Video. Oder jetzt, wenn ich aufnehme. Ihr wisst schon. Ich nehme schon seit einer... Du kannst ihn haben. Ich will ihn nicht. Jetzt, wenn ich aufnehme... Ich wähle mal die Shotgun aus. Einfach weil, wenn so ein Vieh kommt, die werden uns sicherlich irgendwann angreifen. Oh, ich glaube, der ist jetzt tot. Will ich nicht im Nachteil sein. Naja, ich bin sowieso im Nachteil, aber ich fühle mich dann doch mit der Shotgun eher sicher. Rau. Sicherer. Nicht wirklich sicher, aber sicherer. Okay, das geht nicht. Da können wir sicherlich durch. Wir haben kein einziges Medipack mehr, wer es nicht bemerkt hat. Fahrstuhl. Wie freundlich sie aussieht. Beckett, ich habe eben Aristide in einem Aufzug verschwinden sehen. Ich werde sie einholen. Seht zu, wie ihr herauskommt. Wir treffen uns draußen. Oh, ein Medikit. Ich bin glücklich. Oha. Was ist denn das hier? Ach, das waren wir doch. Und das ist Alma. Jesus Christ. Wo ist es? Da ist es. Oh, verreck. Verreck. No, stirb. Bitte. Sag doch, ich möchte den Dinger nehmen. Ich will gar nicht hochgucken. Hört ihr das? Oh, die klingen echt eklig. Wo ist es? Da. Oh Gott. Oh Jesus. Nein, ich möchte dich nicht von näher ansehen, bitte. Puh. Fettes Fuh, Leute. Die Musik klingt ja auch schon... Interessant.
Oh Gott, bin ich erschrocken. Ich hab's schon so krabbeln gehört. Aber... ja. Nee, Moment. Ich möchte jetzt erst... da gucken. Okay, hier ist nix. Und als ich das erste Mal hier war, ich bin richtig erschrocken. Ich habe richtig, nicht so richtig, ich war richtig emotional, als ich das gespielt habe. Ich meine, das war jetzt nicht weniger emotional, aber, ja, ich habe mich da ganz anders benommen. Und die Jungs, die fanden das echt witzig. Ich glaube, die haben sich einen Ast gefreut, dass ich da Angst hatte. Wir müssen ihr helfen. Oha. Kollege? Geht's dir gut? Oh Gott. Aber so sah die Krankenschwester auch aus, die Augen. Io. Das hat mich gerade. Wenn ich da dran laufe, werde ich weggeschoben als Bug. Ich frag mich, wie lange der da schon liegt. Io. Fettes Blah. Oh, guck mal, ein Kopf. Was war das? Holy Jesus. Nom nom nom. Nur zuerst. Kopf. Starb vor ihren Augen, zerrissen von einer Art chirurgischen Maschine. Inzwischen sind Kommandoeinheiten für geheime Operationen der dabei, die Anlage systematisch zu zerstören. Sie müssen hier raus, bevor das ganze Gebäude zusammenbricht. Snake Fist hält daran fest, dass sie von jemandem namens Alma gejagt werden, die sie absorbieren will. Drücke Leertaste, um fortzufahren. Okay. Und an der Stelle, liebe Leute, machen wir eine Pause und dann sehen wir uns nachher wieder. Tschüss! Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 4-2. Ich weiß nicht, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Ich glaube schon, dass es hier war. Hallo? Reagier bitte. Danke. Und, ja. Ich weiß, warum sie weint. Ihre Babys. Sie durfte sie nicht mal anfassen. Oh, sowas aber auch. Wir haben hier die Shotgun. Die Maschinenpistole, die Handpistole und das da. Wir nehmen einfach mal die Shotty. Und, ach richtig, wir sind letztes Mal hier runtergejumpt, haben hier, glaube ich, so einen Kopf oder so gekickt gehabt, der ist jetzt weg. Naja, kann ja mal vorkommen. Entschuldigt bitte, wenn meine Stimme total kratzig ist. Ich bin vorhin erst aufgestanden, also ich war eigentlich wach seit, Moment, wie duckt er sich so? Das sieht nach I aus. Und das sieht auch... also das sieht I aus. Und zwar, hat mein Freund mir eine SMS geschrieben und dann bin ich aufgewacht. Und deswegen habe ich sehr unruhig Missionsziel hinzugefügt. Schalten Sie das Röntgengerät aus. Ich habe es doch gerade angemacht. Naja. Was wollte ich sagen? I. Was war das denn jetzt komisches? Und dann habe ich eigentlich die ganze Nacht so verbracht, dass ich... Ew. Oder was heißt die ganze Nacht? Ich habe halt die ganze Zeit so geschlafen, dass ich mein Handy in der Hand hatte und es alle 5 Minuten oder alle halbe Stunde oder so geklingelt hat. Und das ist echt ziemlich unruhig. Aber... also,
von ihr! Sie gehört mir! War da gerade ein Krabbelspasti? Ich könnte schwören, da war ein Krabbelspasti. Und ich rede und rede und rede und verpasse alles, was passiert. Like a boss und so. Jo. Na, Lampe. Was geht? Oh. Aber ich meine, er soll mir eine SMS schreiben. Also von dem her ist das völlig okay. Es ist dann halt nur, dass ich recht spät wach bin. Wie nennt sich das Bild auch? Hier. Ja.